Moin zusammen, Fennec hier. Heute will ich euch mal einen Bug zeigen, der euch vielleicht interessiert. Und zwar brauchen wir dafür eine Armbrust, ganz normale Bolzen, wie ihr hier seht. Und entweder eine Waffe mit einer Asche drauf, die einen Statuseffekt auf die Waffe packt. Zum Beispiel bei Seppuku umhüllt ihr die Waffe ja mit Blutungseffekt. Und der bleibt auch auf der Waffe drauf, wie ihr hier seht. Der ist jetzt, oder die Waffe ist jetzt rot eingefärbt. Und ihr könnt die Armbrust dann in eurer linken Hand nutzen, ganz normale Bolzen schießen. Und die Bolzen, wie ihr seht, verursachen den Blutungseffekt. Dauert manchmal ein bisschen, bis das proggt. Aber ganz normale Bolzen verursachen den Blutungseffekt. Und das Ganze könnt ihr auch zum Beispiel hier mit dem Drachen oder mit der Drachenschuppenklinge machen. Die könnt ihr in Eis und Blitz verzaubern. Und dann machen eure Bolzen, wenn ihr die Waffe verzaubert habt oder halt das Talent drauf ist und dann normale Bolzen schießt, wie ihr seht, können wir unsere Gegner dann mit Frost belegen. Und das Tolle ist, das Ganze funktioniert auch mit den ganzen Fetten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Fäulnisfett auf eine Waffe raufpack und dann die Bolzen benutze, dann kann ich den Gegner mit Fäulnis belegen. Und das Ganze funktioniert mit allen Fetten. Also wenn ihr ein Fett auf eine Waffe rauflegen könnt, dann könnt ihr das darauf machen, haltet die Waffe in der rechten Hand und dann könnt ihr mit eurer linken Hand oder auf der linken Seite mit der Armbrust schießen. Gudi. Was auch mit dem Video oder mit dem Bug. Weil normalerweise, wenn ihr mit Armbrüsten Statuseffekte auf Gegner legen wollt, dann braucht ihr halt spezielle Bolzen, wie hier zum Beispiel die Bohrbolzen. Die lösen Blutverlust aus. Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert auch mit Kriegsaschen auf der Waffe in eurer rechten Hand und normalen Bolzen und auch mit den ganzen Fetten, die ihr auf die Waffen raufschmieren könnt. Was ich noch ganz vergessen habe, die ganzen Fette, die könnt ihr auch herstellen, aber wo ihr die einzelnen Kochbücher dafür herbekommt, dazu kommt noch ein gesondertes Video, da handle ich dann alle Fette oder alle Kochbücher, die euch die einzelnen Fette herstellen können. Das handle ich noch in einem anderen Video ab. Guti, dann habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bug und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!